Hallo und herzlich Hallo. willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Zuvor und gleich oder heute. Ja, Grünklee ist back, Glücksrase, bla bla bla, blablabla. Okay, let's go. Also, wir sind wieder hier bei. Ja, Leute, ich kann euch mal eins sagen: Der Shop heute wird von mir extrem gut bewertet. Einfach so, weil es einfach fast keine schlechte Sache überhaupt in dem Shop gibt. Fangen wir doch mal an, die haben wir gestern schon bewertet. Ja, aber wir können irgendwie jetzt mal gucken. Irgendwie neigt Epic Games zur Zeit dazu, neue Skins erstmal zweimal in den Shop zu bringen. So, wir können aber jetzt trotzdem erstmal schauen, wie denn die anderen die Sachen benotet haben. Irgendwie ist das scheiße eingestellt gerade. Nein. Doch, weil ich müsste jedes Mal hin und her klicken und so. So, also, das hier ist jetzt der Kenji. Gucken wir mal. Eure Noten für den Kenji 3,75 von 5 bei 12 Votes jetzt. Und 20, wie meinen das? So, dann als nächstes der Schnellschlag. Das ist diese, wo ist er denn hier? Quick Strike. Mal schauen, wie da die Benotung ist aktuell. Hier haben wir jetzt 4,6 von 5 bei 5 Votes. So. Und zuletzt Kunja. Auch da schauen wir mal kurz rein. Wie wurde denn hier heißt sie Kuno, wie wurde die bewertet? 4, die ist halt 4, mega gut angekommen. 4, 28, ne? Kuno ist echt mega gut angekommen. 4,28 von 5 bei 18 Votes, 47 Reminder. Das kann man irgendwie nicht mehr viel hinzu, ne? Scheinbar. So, die hat am Anfang einen Hype gehabt in der ersten Stunde und danach kam nicht mehr viel hinzu. So, jetzt haben wir neue Skins. Der Glücksrase. Stimmt, die anderen Items sind ja einmal diese das Backpack und dann diese Banderole da. Also, okay. Der Backpack und der Banderole ist ja neu. Und ein Emote. Neuer Emote ist auch da. Nein. So, der Glücksraser. So, und ich finde, der sieht echt eigentlich cool aus. Ja, der ist ultra heftig. Da, guck mal, da hinten im Kleeblatt hat er sogar ein Einschussloch. Ja. Also, ich finde, der sieht richtig cool aus. Leute, 10 von 10. Der ist geil. 10 von 10 gebe ich jetzt nicht, aber ich finde den richtig, richtig geil. Der kriegt von mir 8 von 10, genau. 8 von 10 für den Glücksraser. Und dann schauen wir doch mal, wie ist denn da bis jetzt die Benotung vom Glück. Wow. Also in meiner Richtung? Das ist stark. Das sind 4,5 von 5 bei 6 Votes. Ein Reminder allerdings bis jetzt nur. So, aber. Stark. So, die Smaragd-Axt. Holy shit. Ist eine Beleuchtung vorne mit dran, ne? Sieht aus wie so ein Gesicht hier fast, ne? Mal wie zwei Augen und da die Nase. Da unten drunter, das wäre der Mund. Ne? Was gibst du da? Ich kann überlegen. Also die sieht irgendwie... Ich schneide gerade zwischen zwei. Ich sag mal eine Zahl zwischen 1 und 2. Zwischen 1 und 2. Super. Also... Ich sag mal 1 oder 2. Number 1. Number 1, 8. 8. 8 gibst du der Smaragd-Axt. 2 bei 7. Ich geb dir auch 8. Der Smaragd-Axt. So, das ist hier Emerald. Die heißt hier Emerald Smasher. Alter Vater. Wow, wo hat er 2? Wow, 5 von 5. Holy shit. Haben wir heute 2 von 5? War krass. Weil, ja, ich weiß es jetzt nicht. Also hier 5 von 5, ein Vote, ein Reminder bis jetzt. Okay, ist eine Bewertung. Hat noch nicht so viel zu sagen. So, Sergeant Grünklee ist wieder da. Der Hut sitzt ein bisschen komisch da hinten drauf, ne? Also das sieht schon sehr also strange aus. Ich weiß ja nicht, ich weiß, viele Leute feiern den richtig, aber ich finde ihn okay. Also ich sag mal so 7 von 10. Also, er sieht auf der einen Seite cool aus. Sie wiederum ist die hässliche. Ja, den es gibt so, es gibt so ein paar No-Skins... Typische No-Skins und die ist von den ganzen die hässlichste, finde ich. Ja. Ohne Scheiß, guck dir die mal an. Ja, die ist schlimm. Die sieht echt nicht gut aus. So, der Hut da oben drauf, ja, sieht ganz witzig aus.
Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde, ist schon irgendwo ganz lustig, aber ich gebe dir nur 6 von 10. Sergeant Grünklee kriegt von mir 6 von 10. Dann lass mal schauen, was haben wir denn da bei Sergeant Green Ich Clover? weiß, es kommt mega gut an. Jesus Christ, 4,54 von 5 bei 24. Alter, 121 Reminders. Jesus, Maria und Josef, das ist ja unglaublich stark. Wow. So, dann haben wir den Goldtopf. Hast du ja schon Ich gesagt, du treffe im findest den Gold die. mega, ne? Ja. 10 von 10. Ultra. 10 von 10 mit dem Regenbogen. Und unter dem Regenbogen, da liegt ein Schatz begraben. So, hier haben wir dann noch das Grünkleeblatt. Ein bisschen Glück noch mit dabei. Ja, ich finde, sieht auch ganz nice aus, kriegt von Neun mir von 10. 8 von 10. Wieso ist halt so wenig? Wieso wenig? Das ist doch nicht wenig. 8 von 10 ist doch nicht wenig. 8 von 10 ist viel. So, Lucky Coins. Was redest du da? Nein, falsch. Oh, das ist falsche. Golden. 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 Das Golden. da? Pot Ja. of Gold. Ah, da ist es. Pot of Gold. Pot of Gold. So, Pot of Gold und das ist 4,79 von 5, 14 Votes, 55 Ja, die ist mega Reminders. schön. Ja, die ist schön, auf jeden Fall. So, wow. Dann haben wir hier die Spee-Spezialistin. Jetzt gehen unsere Meinungen wieder ganz weit Nee, du auseinander, findest das sie ja mega weiß cool. ich. Ja, was heißt mega cool? Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich finde sie auch nicht mega scheiße. Ja, ich Also, auch nicht. okay, dann bin ich gespannt. Also. Jetzt bin ich gespannt. Was gibst du denn 5 von der 10. 5 von 10? Ja gut, das deckt sich ungefähr mit dem, was ich mache. Kriegt von mir 6 von 10. Und das ist jetzt hier, Warum schiebst du die ganze Zeit das weil ich UTS dann weg? wieder so, das ist Recon Specialist, ne? Ja. Genau. Der Recon Specialist. Und die hat, was hat die denn? 4,21 von 5, 42 Votes, Was? 2017 125. kam die schon raus? Oder ja? 2017, am 26. November 2017, war seitdem 34 Mal im Shop gewesen. Ja, die war extrem hoch. Und das letzte Mal am 17. März 2019. Hä? Heute ist der Das ist ja heute, 17. also ist ja das Oh, von heute. Leute. Ja. Was zum Okay. Geier ist mit der gleich los? Ja, sorry. Dublonenregen. 10 von 10. Schon cool irgendwie. 10 von 10. 9 von 10. So, dann haben wir hier den Dublonenregen. Das ist hier. Das ist auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Raining Doubloons. Raining Doubloons heißt das in der englischen Version, das Ding. Und das hat hier tatsächlich 5 von 5 bei 2 Votes. 5 von 5 bei 2 Votes. Alter, Fall. Also heute schneidet der Shop echt mega stark ab, ne? Glücksmuster. Lass uns mal die Modelle anschauen. Hier mit der Kanone. Wie findest du War das? schön. Sieht nicht schlecht aus. Ich finde sowieso bei den Kanonen sieht das meistens gut aus. Das hier, Schlimm. gell, finde ich auch, sieht scheiße aus. Schlimm. Hier sieht auch scheiße aus, gell? Das Schlimm. auch scheiße, gell? Das. Okay. Das findest du okay, finde ich auch scheiße. Das? Schlimm. Scheiße. So, Das also allgemein sieht schön aus. Glücksmuster. So, und jetzt habe ich natürlich ein riesiges Problem, weil die meisten Sachen finde ich persönlich scheiße. Bis auf die Kanone. Und wahrscheinlich die Fahrzeuge. Ich vermute mal, bei den Fahrzeugen sieht es auch ganz cool aus. Bei allen Waffen finde ich, sieht es einfach nur mega kacke aus. Und dann kann ich tatsächlich nicht so viel für geben. Also ich bin hier bei maximal 4 von 10. Okay, Mehr kann ich dem Ding ich bin nicht bei geben. 7. Was? Ja. Sie. Okay. Für 300 V-Bucks das Glücksmuster. Ja. Und das ist hier. Walter Vater. Der Shop wird Was heute gut bewertet. ist denn das? 4,5 von 5. Bei 2 Votes. Hammer. Cross. So, dann haben wir den Geist. Das ist wieder dieses Spektre.
Spectre. Das ist okay, ja. Teil des Geheimsyndikatsets für 800 V-Bucks. Selbst bei dem Spider-Knight passt das halt mega gut so. Es ist ja eigentlich, sieht das verdammt so aus wie die Omega-Picke. Ja, aber die Omega-Picke sieht schlimmer aus als die. Weil die Omega-Picke. Sieht ja nicht schlimm aus, die Omega-Picke. Ja, ich suche nach einer Picke, die zum Spider-Knight passt. Also ich finde, die Omega-Picke sieht nicht schlimm aus. Die Spider-Knight-Picke ist ja diese Spinnen-Picke. Die passt natürlich extrem gut zum Spider-Knight. Aber das sieht auch ziemlich geil aus. Ja, was gibt's denn? 7. 7 von 10 mache ich auch immer. Also für die Spectre. Heute, Leute, ihr kennt das gar nicht von mir, dass ich mal viele Punkte gebe. Spectre kriegt von mir auch. Nee, nicht wirklich. Kriegt von mir auch 3, also auch 7 von 10. Hier 3,86 von 5 bei 21 Votes. 22 Mal schon im Shop gewesen. Jo, und das erste Mal. Du kannst übrigens gucken, wann die das letzte Mal im Shop waren. Bevor sie heute im Shop waren. Geh mal, klick mal rein. Hier rein? Ja, und dann jetzt scroll mal. Ja. Ah. Guck da, Shop. Ah, geil. Das letzte und Mal am 16. Das Geile ist ja, klick mal in den Shop rein von dem Februar 16. Ja. Und dann siehst du den Shop von dem Tag. Ach was. Ja, ist ja geil. Ja, da kannst du vor allen Dingen, guck mal. Nee, das Geile ist ja. Ah. Dann gehen wir da, genau. Ja. Guck mal, das Geile ist ja, hier oben siehst du ja, ne? Die URL. Du kannst da draus. Oktober. Ja. Okay. Ja, klar, logisch. Ja, Oktober, ist ja den 30.2017. Ja. Das ist der Gutschub drin gewesen, Goldschub drin gewesen, Recon Expert drin gewesen. Ja, ist gut, okay. Ist krass, ja? Ja, gut, das ist halt. Das ist der heutige Shop, Leute. Nein. So. Okay. Also. Ja. Kleine Spielerei. So. Ja, ein bisschen Spielerei, oder? Ja. Dann haben wir hier super Beinarbeit. Oh. Wolltest du nicht den Emotes mit ganz vielen Skins zeigen? Nee, das andere brauchen wir nicht zu machen. Macht jeden Emote. Ja, das ist aber doch nur. Und? Super Beinarbeit? 10. Ja, gebe ich auch. Passt so. Heute ist ein irischer Style auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Step it up. Und da haben wir 3,88 von 5 für den Michael Flatley Emote from 8 Votes. Also 8 Votes hat man gehabt. So. Jo, und als allerletztes auch noch ein neues Item hier. Backpack Glücksmünzen. Bar. Gar nicht gut. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ja. Bisschen. Ja. Spare etwas Glück auf Teil des Grünplaysets. Was gibst du denn dem Ding? Was gebe ich dem Ding? Ja. Schätz mal. Sag's, hau raus. 3 von 10 nur. Ah, gut, ich gebe dem Glück, der diesen Glücksmünzen-Pot, da gebe ich 5 von 10. So! Wie ist die Note? Wie sind die Noten dafür? Oh. Okay. Wie hast du gegeben? 4, ne? 5 habe ich gegeben. 4 von 5 bei 2 Votes. So, Leute. Ja, wenn euch das heutige Shop-Video gefallen hat, dann lasst uns doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt uns was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder an. Wenn es wieder als Animation-Bruder oder Fortnite oder irgendwas anderes bist, dann bereit und tschüss. Wir freuen uns auf euch.